Hola, da bin ich nochmal. Und zwar habe ich jetzt gerade, was heißt, da bin ich nochmal? Da bin ich mal wieder, ehrlich gesagt. Und zwar habe ich jetzt gerade die 30 Rubine zusammen, weswegen ich das hier jetzt nochmal fix kurz aufnehme. Und ich kaufe mir jetzt die drei Random Gilded Heroes. Und wir bekommen Alexa, das ist Müll. Amenhotep, das ist Müll. Und Athena, das ist Solala. Okay, das war leider alles richtig kacke. Athena braucht leider einfach keine 5. Da geht einer auf Mercedes rüber, das ist okay. Amenhotep muss leider auch weg. Der geht rüber auf Treebeast, damit kann ich leben. Und was haben wir gerade noch bekommen, was ich nicht haben wollte? Alexa. Alexa geht rüber auf Shanato. Nee, will ich da eigentlich auch nicht haben. Treebeast läuft. 6-mal Treebeast ist okay. Viermal Athena, ich gucke mal, ob ich da was Besseres rumkriege. Mercedes, nee, Mercedes ist leider auch einfach gar nicht so super. Wo ist sie denn? Ach da. Gott, die hat drei Gills. Ich muss noch mal nachgucken. Entschuldigung, Hell. Steht sie denn noch so? Die ist aber noch unter Aphrodite. Ja, okay. Dann, ja, nein, Brittany bleibt bitte total. Wo ist sie denn? Da. Sinnlos Hero Souls ausgeben, fantastisch. Beast Lord ist leider auch. Beast Lord muss weg. Oh, Alter. Wie viel Pech kann man denn am Stück haben? So, Frostleaf. Ja, Frostleaf ist okay. Danke. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Anstrengung. So, Levelkofen. Das übliche. Klicken, klicken, klicken. Ja. So, Treebeast ist erstmal gleich schön auf 1000 hochgezogen. Ivan auch auf 1000. Gar nicht lange diskutieren hier. Passiert da wenigstens auch noch ein bisschen was. Ganz gediegen die 160 auch noch mitnehmen. Die leider nicht Primal ist, schade. Ja, und dann senden wir einfach gleich wieder und dann ist halt auch Ruhe im Karton und dann gehe ich, glaube ich, auch erstmal pennen, weil ich bin so im Arsch gerade. Was daran liegen könnte, dass es inzwischen noch einfach halb vier ist. Kann aber natürlich auch andere Ursachen haben, also möchte mich da jetzt nicht so direkt festlegen. So, wir haben jetzt 16.000 Level, das ist okay. Dann gucken wir eben noch mal. Ach, ich mache so schön viel Schaden, da will ich jetzt eigentlich noch gar nicht. Noch ja nicht aufhören, sag ich mal. So, mach ich lieber noch ein bisschen mehr Schaden. Yay, ein Rubin. Gott, da wollte ich gar nicht hin. Entschuldigung, da wollte ich. Ach nee, Moment, das hatte ich eigentlich total noch offen, egal. Athena ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber ist halt auch nicht toll. Was ist mit Aphrodite? Aphrodite ist sogar noch über Athena. Mercedes ist eigentlich auch total okay. Wo ist Frostleaf angesiedelt? Da oben, das ist auch okay. Was ist mit Bobby Bounty Hunter? Bobby Bounty Hunter ist im Moment so das Schlechteste, was wir haben, außer. Ja.
Ja, aber kann eigentlich mal. Ach, einmal geht. Mal gucken, was dabei rumkommt. Okay. Das hätte ich mir vielleicht eher schenken sollen. Alter, es ist einfach alles nicht wahr. Okay, sechs Hero Souls weg für so ein Kappes. Und dann kommt Atlas dabei rum. Ernsthaft? Acht Hero Souls weg für nichts. Natalia ist. Oh, na, doch, Natalia ist ganz okay. Belassen wir dabei. Zumindest geringfügig verbessert. So. Oh, da gab es offenbar auch nochmal Hero Souls. So, dann warte ich eben die 175 nochmal ab, dann Skills einsetzen und dann aber die Abfahrt. So, 175 ist auch gar nicht Primal, hätte ich mir die Skills auch gerade total schenken können. Okay, dann bin ich, glaube ich, jetzt mal total raus. Safe. Yes. Nochmal kurz in den Calculator gucken. Das kopieren. Falscher Calculator. Nee, war total der richtige Calculator, den wollte ich haben. Und ich sollte dazu kaufen ein Level Argive, ja. Argive, wie auch immer man ihn ausspricht. Na toll, und jetzt komme ich hier bei 180 an und. Oh, ihr wollt mich doch alle verarschen. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Mache ich doch jetzt halt niemals genug Schaden, um den auch nur irgendwie zeitig genug zu schaffen. So, nein, okay, scheiß auf die 6 Hero Souls. Ich hätte halt gar keinen Bock drauf. So, ich bin raus. Macht's gut. Gute Nacht. Bis dann. Also für euch geht es dann wirklich halt gleich weiter mitten in der Folge. Ich bin erstmal weg. Tschö. Ja, da bin ich wieder. Guten Tag, guten Tag. Ich bin Hero Soul technisch ein bisschen fortgeschritten, wie ihr seht. Und hauptsächlich bin ich wieder hier, weil, oh mein Gott, schon wieder 30 Rubine. Was geht? Kaufen, kaufen, kaufen. Haben auch ein paar Hero Souls, die wir ausgeben können, wenn das scheiße wird. Ivan ist okay. Den lasse ich. Aphrodite will ich, glaube ich, nicht lassen. Dreadnought lasse ich jetzt, glaube ich, einfach mal. Falls wir den nochmal kaufen, lassen wir mal. Aber Aphrodite. Also Aphrodite ist jetzt nicht so Worst Case, aber ist jetzt auch nicht so. Die braucht halt keine vier Guilds, weißt du? Dann ich lieber irgendwie so Great Forests hier. Damit kann ich leben. Das ist cool. Dreadnought. Das haut inzwischen auch mal relativ rein. Das macht ihr jetzt inzwischen auch schon mal plus 78% Schaden. Das ist nicht zu verachten. Da geht er schon mal ab. Finde ich gut. So, mache ich jetzt noch wahnsinnig viel? Ich glaube nicht. Ich glaube, das wird so eine sehr, sehr gestückelte Folge. Falls ihr euch übrigens fragt, was. Oh mein Gott, Bench, du siehst so anders aus. Ja, ich trage meine Haare heute offen. Passiert selten, aber passiert. So, Shit kaufen hier oben. Entweder da oder. Ja, ich würde sagen hier. Und hier. Und dann. Warten. Das Schöne ist, ich komme inzwischen ohne wirklich allzu große Idlezeit. Habe ich hier zwischendurch irgendwas gemacht? Ich bin mir nicht sicher. Nee, so, ich bin jetzt halt in Level 223 und der Run geht noch keine 32 Minuten. Läuft, würde ich sagen. Ja, ich habe übrigens festgestellt, ich muss erstmal leider massiv viele Hero Souls farmen, weil wir den nächsten Ancient oder beziehungsweise den nächsten brauchbaren Ancient leider erst kriegen, wenn ich unfassbar oft rerolle und das kostet halt jedes Mal 84 Hero Souls. Also ich keine Ahnung, ich muss glaube ich sechsmal rerollen, wenn nicht sogar siebenmal, also auf jeden Fall echt oft. Und. Oder waren es nur fünf? Ach, keine Ahnung, ich habe es mir nicht gemerkt. Aber fünf oder sechs Mal auf jeden Fall. Und da gehen dann halt mal locker irgendwie 400 Hero Souls bei drauf. Und das ist schon echt ein bisschen traurig. Aber dann, also zwischendurch kommt, ich glaube, nach dreimal Rerollen, das bleibt ja leider auch immer gleich, das ist so das Nervige, kommt Morghulis haut's aber im Moment eigentlich noch gar nicht so raus. Also was der prinzipiell macht ist, man gibt eine Hero Soul aus
um ihnen ein Level zu erhöhen. Also da kostet ein Level-Up halt permanent nur eine Hero Soul. Und man verliert ja quasi 10% Schadensbonus, dadurch, dass man die Hero Soul ausgibt. Man kriegt aber 11% Schadensbonus wieder dazu durch Morghulis. Also quasi für jede Hero Soul, mit der man Morghulis hochlevelt, kriegt man 1% mehr Schaden. Was sich im Moment aber irgendwie noch nicht so richtig bemerkbar macht. Also zumindest habe ich festgestellt, wenn ich Morghulis mal so... Also ich habe mir den testweise mal gekauft und dann irgendwie einen anderen Spielstand nochmal geladen, weil das irgendwie nicht so geil war. Habe dann nämlich festgestellt, dass ich aus unerfindlichen Gründen mit Morghulis dann weniger Schaden mache. Warum auch immer. So ganz erschlossen hat sich mir das nicht, aber... War halt so, dass ich am Anfang, also direkt nach der Ascension, dann einfach mal, lasst mich überlegen, ich glaube einfach mal locker so 40% weniger Schaden gemacht habe. Also es war schon so, okay, nicht so prickelnd. Von daher, ich weiß nicht, vielleicht ist der eher fürs Late Game oder man muss seine sämtlichen Hero Souls da reinklatschen. Keine Ahnung. Im Moment möchte ich ihn aber eher nicht haben, sondern eher Fortuna, die eine gewisse Chance mit sich bringt auf zehnfache Goldmenge. Zwar am Anfang nur eine 0,25%ige, aber das ist erstmal so das Beste. Und bevor ich bis dahin rerolle und das tatsächlich dann nehme, möchte ich eigentlich schon ganz gern mindestens 1000 Hero Souls haben. Also da fehlen jetzt nach der nächsten Ascension nur noch 200, aber trotzdem ist schon nicht zu verachten. So, was kostet du? 37.000. Arsch. Yay, nochmal 10 Hero Souls dazu, das ist doch super. So, ah cool, dann kriegen wir den noch auch auf 1000, das ist doch auch ganz hübsch. Ja. Wie viel Schaden macht er dann gleich? 2,8. Ja, das geht, damit kann ich leben. Durch den zusätzlichen Guild ist der Great Forest Seer jetzt echt gar nicht so übel. Sollte man nicht unterschätzen. So, Brittany mal erhöhen. Ist auch so krass, wie durch die zusätzlichen Guilds und einfach die quasi besseren Upgrades, sie auf dem gleichen Level, also natürlich ist sie auch ein bisschen höher, aber auf dem gleichen Level halt einfach mal so das mehr als dreifache an Schaden macht. Weit mache ich das jetzt noch? Ascende ich jetzt gleich? Ascende ich nicht? Niemand weiß das. Nicht mal ich. Also 240 gucke ich mir auf jeden Fall noch an. Ich glaube 240 mache ich halt auch locker platt. Die Sache ist, ich muss im Moment... Ach, scheiße, das ist natürlich nicht Primal. Die Sache ist, ich kann hier halt relativ locker, flockig halt durcheiern. Weil wenn das Vieh tot ist, kriege ich wahrscheinlich genug Gold, um mir hier 25 weitere Level zu kaufen. Was dann mit dem bisschen Gold, was noch dazukommt und das bisschen Schaden, was ich dann noch dazu kaufen kann, einfach dann reicht, um Level 245 ohne die Skills zu machen. Und ich will die Runs eigentlich gar nicht so lang halten, aber andererseits gibt es halt auch ganz angenehm Hero Souls mit ein bisschen Glück. Also diesen Run habe ich relativ viel Glück gehabt. Ich war auch schon irgendwie in Level 280 und habe dann irgendwie nur... plus 30 Hero Souls gehabt. Was jetzt nicht so die Welt war. Ist halt die Frage, gehe ich noch bis Level 300, nehme die 16 Hero Souls, die es da definitiv gibt, noch mit. Lohnt sich das bis dahin? Oder sende ich jetzt? Also wahrscheinlich lohnt es sich halt überhaupt nicht, aber... Im Moment ist das immer so, nicht. Kann mich nicht entscheiden. Ich fände es irgendwie sehr fantastisch, wenn ich meine kompletten Guilds auf Treebeast, Brittany, den Samurai und den Great Forest Seer verteilen könnte. Das sind doch, glaube ich, auch die ersten vier, oder? Entschuldigung, Hell? Ja, Guild Optimizer. Brittany, oh ne, in der Tat Ivan ist auch noch mit dabei. Treebeast ist sogar erst auf Platz 5, okay. Ich dachte, der wäre weiter oben. Aber Ivan haut's gefühlt irgendwie gar nicht so raus.
Na gut, er hat. Wobei. Der hat auch zwei Guilds, genau wie Brittany. Okay, Treebeast rockt's auch echt nur, weil er sechs Guilds hat inzwischen. Ah, whatsoever. Oh, ich habe übrigens, fällt mir gerade so ein, hier ist noch ein bisschen was passiert. Der halt auf Level 14, der Level 9 war, glaube ich, schon. Und ich habe mal Chrysos, wie auch immer, auf Level 4 hochgezogen, plus 4000 Startgold. Macht nämlich einfach mal, dass wir direkt zum Start einen Wandering Fisherman kaufen können. So, jetzt kann ich mir da bestimmt irgendwas Nettes leisten hier, oder? Wie sieht's bei dir aus? Sehr schön. Ich sage ja, der Fortschritt ist im Moment nicht wahnsinnig schnell, aber eben kontinuierlich. So, dass es halt immer so die Frage ist, okay, gucke ich mir jetzt den nächsten Boss noch an und hoffe darauf, dass er Primal ist. Das dauert ja eigentlich auch gar nicht so lang, oder ist er nicht jetzt doch, oder nee. In dem Fall hat es sich halt gelohnt, nochmal 12 Hero Souls obendrauf. Ist schon nicht so verkehrt. Ach, ich weiß es auch nicht. Es geht halt irgendwie. Ich weiß auch nicht, Dreadnought. Lohnt sich Dreadnought jetzt mehr? Ja, Dreadnought, ich habe festgestellt, Dreadnought ist gar nicht so scheiße eigentlich. Also er ist jetzt nicht so hart nötig, aber wenn man die Muße hat, ihn so bis Level 100 zu ziehen, ist er halt schon ganz okay mit allen Upgrades. Also schafft es dann immerhin so zumindest eine Weile lang so zwischen 50 und 60, 50 vor allem, zwischen 50 und 60% Schaden zu machen. Also das ist not that bad. Ich bin ein bisschen verwundert, dass mir eigentlich der Calculator gar nicht mehr vorschlägt, dass ich Libertas weiter hochziehen soll, weil der eiert hier weiter fröhlich auf Level 15 rum, währenddessen Sealatas schon auf Level 23 ist. Aber offenbar macht das Sinn. Ich vertraue da einfach mal auf diesen Calculator, in der Hoffnung, dass er mir keinen Schwachsinn erzählt. So, gucke ich mir die 260. Ja, ich glaube, die 260 gucke ich mir noch an und dann ist aber auch gut. Plus 90 Hero Souls ist schon ganz ordentlich. Also ist jetzt auch nicht massiv viel. Da geht halt mehr, aber ist bislang eigentlich ganz gut gelaufen. Starte ich, glaube ich, gleich nochmal neu. Es sei denn, wir machen dann massiv viel Schaden und kommen einfach total weiter. Aber ich sehe das noch nicht. So, als nächstes leisten kann ich mir dann wahrscheinlich das Ivan-Upgrade, richtig? Zumindest macht das am meisten Sinn. Oh, nice. Nochmal 13. Läuft aber auch. Kann man nichts gegen sagen. Also die plus 9% Chance machen sich inzwischen eben schon bemerkbar. Und jetzt eben schon mal 34%, also schon immer ein Drittel, also eine Chance von 1 zu 3. Und wenn man dann wirklich einen Run mal viel Glück hat, da kommt halt einiges zusammen. So, okay, ich glaube, so wahnsinnig viel Kohle. Es ist so, man kann dann auch nicht aufhören. So wahnsinnig viel Kohle mache ich jetzt, glaube ich, bis zur 265 nicht, aber da kann ich dann nochmal mit den Skills draufhauen. Sofern der Boss dann Primal ist. Und wenn nicht, ist er nicht dann wirklich. Ist dann auch immer so eine Sache. Man macht halt so lange weiter, wie halt Primal-Gegner auftauchen. Oder bis man halt zu langsam durch die Level kommt. So, aber ist eigentlich mal ziemlich super. 103 Hero Souls kriegen wir bei der Ascension dazu für, naja, lass es 45 Minuten sein. Das ist ganz okay. Das sind über 2 Hero Souls die Minute.
Geht. Kann man machen. So, da brauche ich mindestens 1,7 Ader. Mit ein bisschen Glück. Wobei, nee, 1,1 ist zu viel. Schaffen wir nicht mehr. Andererseits, na, gucken wir erstmal. Okay, er ist nicht Primal. Dann nehme ich jetzt aus Spaß den noch mit. Und dann ascenden wir. Jawohl. So, starten mal mit 4000 Gold, können direkt hier anfangen und uns dann einfach erstmal so 15 Level zurücklehnen. Oder 10 zumindest. Und genau das mache ich jetzt auch. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin einen angenehmen Tag noch und macht's gut, haut rein und tschüss.